So, YouTube, wir sind wieder da. Ja, ich habe mal ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen Sprengstoff nachgemacht. Wir haben jetzt 500 Ladungen. Das wird auch nicht für alles reichen. Und ich habe hier einen kleinen Durchgang gebaut, in dem wir dann den Strom irgendwann langlegen wollen. Aber wir müssen hier noch durch. Und ich dachte mir, vielleicht ist es cleverer, wenn wir jetzt erstmal Ah, der war zu tief. Aber ich habe ja ein bisschen was hier übrig. Uns erstmal durch den Berg sprengen. Und dann danach weitergehen, nicht wahr? Ah, ich glaube, das hängt richtig. Ah, war nicht tief genug. Nee, das ist falsch. Nee, das ist zu hoch jetzt. Das muss eigentlich genau. Ja, gut. Ich glaube, das. Nee, das ist richtiger, nicht? Ah, ja, egal. Wir werden es sehen. 3, 2, 1. Ein bisschen muss man ja auch noch selber machen, nicht? Man kann ja nicht alles Maschinen überlassen. Die erobern sonst die Welt. Ja, wir haben gerade noch das Thema Streaming-Ausrüstung. Nebenbei im Chat. Und da haben wir gerade festgestellt, die meisten haben eigentlich eine Streaming-Ausrüstung zu Hause. Durch Corona. Zum Beispiel hat jemand hier einen, der Lytro hat ein SM7B Audio-Interface für Videokonferenzen. Damit kann man direkt loslegen. Ansonsten kann man aber auch mit einem Handy loslegen. Also dem Hobby steht an sich nichts im Wege und ist, würde ich fast sagen, mit das günstigste, was man machen kann, weil die Software nichts kostet und die Hardware in den meisten Fällen halt in irgendeiner Form vorhanden ist. Von daher ist das schon ganz gut. Fahrradfahren hatten wir auch. Kann genauso günstig sein, nicht? Man kann Fahrrad für 200 Euro holen, man kann Fahrrad für 1 Euro leihen. Bis hin zu, man kauft sich ein 18.000 Euro Rad oder teurer. Also da gibt es ja auch keinerlei Grenzen und ich glaube, das ist bei jedem Hobby so, dass es irgendwo keine Grenzen nach oben hin gibt. Aber manche Hobbys haben halt so eine untere Einstiegsgrenze. Zum Beispiel habe ich die Woche jemanden gesehen, der hat das erste Mal Tufting gemacht. Und das fand ich sehr interessant. Sah super aus. Das ist Teppichknüpfen mit einer Nähpistole. Richtig cool. Vor allem auch die Ergebnisse, die man rauskriegt, kann man irgendwie sinnvoll benutzen und das fand ich schon beeindruckend. Auch hübsch sah es aus. Kreativ auf jeden Fall, aber auch nicht so, dass man sagt, boah, nicht unmöglich. Also, das schaffe ich nicht, nicht. War eigentlich eine coole Sache. Und so eine Sachen kennt man oft nicht. Da ist der Einstieg leider aber ein bisschen teurer. Wenn man Wolle und Co. dazu rechnet, kommt man, glaube ich, auf etwa, was war das? Ja, wir springen mal nur da. Jetzt habe ich hier zu hoch. Auf etwas über, es ist zu hoch. Ey, nee, das ist zu hoch. 180 Euro oder so. Es ist zu hoch, du sollst es dahin packen. Eigentlich genau hier drunter. Nee, und nicht dahin. Also, das Platzieren von den Dingern ist echt haarig. Der wirft die halt irgendwie, nicht? Und die landen halt irgendwo. So, besser. Weil was wir eigentlich erreichen wollen, ist, dass wir auf der anderen Seite beim Ignum ankommen. Nichts anderes, nicht? Und da brauche ich ja nicht den ganzen Berg oben drumherum sprengen. Das habe ich natürlich 500 Sprengladungen. Das heißt, wir werden natürlich den ganzen Berg sprengen in irgendeiner Form. Aber erstmal werden wir das Sinnvolle machen und den Rest drumherum feinsprengen. So nenne ich das jetzt. Feinsprengungen. Nicht? Gerade machen wir die Grobarbeit und dann kommen die Feinsprengungen. So kennt man das.
Ich nutze das Auto-Interface, seitdem ich auch zum Musikhören, am PC. So viel besserer Sound auf den Kopfhörern als integrierter Klinkenanschluss der Soundkarte. Ja, definitiv. Und ich meine, selbst das günstigste Audio-Interface ist lustigerweise fast besser als eine teure Soundkarte. Weil es einfach Audio-Equipment ist und das andere ist meistens einfach nur überteuertes Gaming-Equipment. Da wird ordentlich abgezogen. Früher hatte ich auch immer eine Soundblaster Z-Grafikkarte von Creative. Ich hatte Creative Soundblaster und sowas. Ich war da total, boah. Aber ich hatte nie so guten Sound wie mit den Ayayay Studio-Kopfhörern und dem Yamaha AG03 Audio-Interface. Das hat nämlich Kondensatoren und andere Sachen drin, wie die großen Audio-Interfaces, einfach nur abgespeckt. Heutzutage kann man aber auch nicht mehr sagen, ey, die kleinen sind genauso gut. Inzwischen sind die Hersteller natürlich auch auf den Trichter gekommen, günstigere Materialien zu verwenden, die nicht mehr reines Audio-Equipment-Materialien sind. Dementsprechend kannst du da auch schlechter mit bedient sein, wenn du was Günstigeres holst. Gerade bei Behringer, glaube ich, war das ganz schwer oder die andere Firma da, da gibt es noch so eine. Also da hatte ich auch nicht so gute Erfahrungen. So. Ja, da haben wir ja fast schon alles weg. Okay, den Block müssen wir noch von Hand machen. Weg der Scheiß. So, das können wir doch auch wegspringen. Das Schöne ist wirklich, dass man hier anbringen kann, so viel man will, und dann Sprengung! Jawoll. Nee, das hängt zu hoch. Ja, besser. Nee, zu niedrig. Nein. Ja. Oh, war zu tief. Aber zu tief ist eigentlich besser als zu hoch. Das kann ich einfach zumachen, nicht? Muss ich mir vielleicht angewöhnen. Wir sind hier immer noch in der Steppenwüste. Aber schon gut durch den Berg durchgekommen. Ich glaube, der nimmt auch hier hinter direkt ab. Und dann sind wir im Waldgebiet. Wir haben ja noch ein paar Sprengladungen, die wir benutzen können. Es ist zu hoch. Nein, das ist so hoch, habe ich gesagt. Besser. Wir machen jetzt so eine schöne Säulensprengung in 3, 2, 1. Und dann machen wir zack, den Boden einfach zu. Das funktioniert. Oh. Zu wenig Glasfackel im Inventar. Okay, da gab es wohl gerade ein kleines internes Leck im Spiel. Weil sowas wie Glasfackel brauche ich, glaube ich, nicht und habe ich auch nicht. Irgendein Ding ist verschwunden. Hier sind zwei übereinander, kann das sein? Nee. Okay, ich habe eigentlich zwei geworfen. Was nur noch eins zu sehen? 1, 2, 3! Aber ich bin auch so jemand, nicht? Wegen Corona hat man sich die Sachen geholt. Oder ich nicht. Ich hatte die Sachen schon davor natürlich, aber wenn man so Sachen multi nutzen kann, also ich kann hier jetzt mein Streaming-Equipment dann auch auf Arbeit nutzen und das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn man da nicht wie ein Dulli mit seinem Mikrofon rumhängt und dann die Leute, denke ich auch mal so, Mann, Leute, ein kleines Ding wäre doch schön, aber naja, klar, dass da nicht jeder rein investiert. Aber ich finde immer so eine Doppelnutzung von Sachen immer super attraktiv. Also zum Beispiel das Streaming-Handy, was ich mir geholt habe, benutze ich halt privat jetzt weniger, aber ich benutze es auch zum Beispiel, wo es halt ist, da wo es lädt. Jetzt schon wieder Sprengstoff verloren gegangen. Ah. Zum Seriengucken oder so abends, das ist gar nicht schlecht.
Ich will eigentlich genau dahin. Nee. Dahin. Nein. 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 Ja. Weil es halt ein größeres Display hat. Und, So eine Sachen sind halt immer ganz cool, wenn man etwas nicht nur für einen Zweck kauft und dann liegt es rum. Das finde ich immer ganz wichtig. Also ich würde mir zum Beispiel auch kein Spiel nur für einen Stream holen, wenn ich weiß, ich würde es privat nicht spielen. Und ich würde mir privat kein Spiel holen, wenn ich weiß, ich würde es nicht in Stream spielen wollen. Oh, ich habe nur noch 187. Tragisch. Auf jeden Fall sehen wir schon Licht am Ende des Tunnels sozusagen. Man hätte auch einfach drüber bauen können, ich weiß, nicht? Aber nee. Das ist so einfach. Das können andere. Wir bohren uns durch. Oh, der ist viel zu tief. Egal. Weg den Scheiß. Okay, jetzt habe ich ein bisschen zu tief überall gemacht. Jetzt habe ich kein Material mehr, um das auszugleichen. Ich glaube, das sinnvollste Item, was ich in der Wohnung noch bräuchte, wäre ein Wäschetrockner. Gerade wenn man die Wäsche nicht irgendwie draußen oder mit geöffnetem Fenster, weil die Nachbarn die ganze Zeit rauchen, trocknen kann, wäre sowas, glaube ich, eine super Erleichterung. Das Problem ist, wir haben eine riesige Wohnung, aber kein Stellplatz für so ein Gerät. Geschweige denn Abflussmöglichkeit. Also ich weiß nicht, wer die Wohnung entworfen hat, aber allein von den Möglichkeiten ist die absolut Grütze. Ich habe schon wieder nicht genug Glasfackeln im Inventar. Okay, irgendein Problem hat das Spiel. Aber so ein Wäschetrockner, ich hatte einmal einen benutzen können. Und ich muss sagen, die Wäsche hat danach tausendmal besser gerochen. Als wenn die irgendwie da zwei Tage im modrigen Zimmer rumhängt. Wir haben zwar einen Entlüfter und sowas, aber es geht ja natürlich auch in Strom. Da kann ich auch einen Trockner holen. Naja. Und ansonsten, ich sag mal so, als ich allein gewohnt habe, habe ich einen Geschirrspüler eigentlich nicht vermisst. Ich habe sogar geliebt, Geschirr abzuspülen. Gerade weil ich so eine schöne Doppelspüle hatte, das war richtig cool. Links kalt oder Klarwasser oder Spülwasser und rechts klar oder warmes Wasser und dann immer rein, wischen, rüber, fertig. Rein, wischen, rüber, fertig. Das war so eine schöne Tätigkeit, dabei ein bisschen Musik hören. Fenster auf. Ah, das waren noch Zeiten. Das kann man hier alles irgendwie nicht machen. Und bei zwei Personen finde ich auch die Menge dann irgendwann nicht mehr handelbar, die da irgendwie anfällt. Ah, Geschirrspüler ist so ein Ding. 50-50, nicht wichtig. Ich glaube, am allerwichtigsten sind wirklich Waschmaschinen. Ich glaube, keiner könnte mehr heute ohne Waschmaschine. Selbst wer keine hat, geht im Waschsalon, wo Waschmaschinen sind, nicht? Also, man braucht die vielleicht nicht zu Hause direkt, aber man braucht auf jeden Fall eine. Der ist doch zu tief. Der doch auch, oder? Muss ein Stück höher. Nee, das ist zu hoch. Oh, wurde das Bild gerade schwarz? Drei, zwei, eins. Ich spring. Habe ich es vorher so hoch gepackt? Egal, so gefällt mir das schon ganz gut. Und wir sind auf der anderen Seite. Sehr gut. Und da drüben geht's auch nochmal hoch.
Wo ist denn das Zeug? Wir müssen mal gucken. Da. Dass wir das erstmal analysieren. Ah, das ist natürlich auch genau hier hinterm Felsen. Aber relativ dicht an der Oberfläche. Ich glaube, das ist so ein Ding, was ich aussprengen könnte auch. Auf Wiedersehen, Felsen! Du. 3, 2, 1, goodbye, Felsen, goodbye. Schon besser. Okay. Da noch ein. Da noch ein. Hier noch ein. Da noch ein. Da noch ein. Und. Da haben wir's. Sehr gut. Den Rest legen wir von Hand frei. Wir kommen der Ölsäure einen Schritt näher. Du hast eben in die Rollertour reingeschaut, die machen schon wieder Pause. Ich finde, die Pausen waren eine Zeit lang noch so richtig der Motivationsfaktor. Aber irgendwie waren in Italien auch irgendwie coolere Pausen möglich, nicht? Da war irgendwie immer was los. Hier ist wirklich ja mit den Stream-Snipern, wie du vorhin schon gesagt hast. Ich weiß auch nicht, was die da vorne haben, aber ich glaube, das sind auch nicht richtige Fans, nicht? Das sind einfach nur Trolle. Und man füttert sie damit, dass man die ganze Zeit auch nur darauf eingeht. Das ist, glaube ich, das, was den Stream auch so ein bisschen nervig macht. Nicht mal die Stream-Sniper, die da irgendwo rumstehen und mit ihrem Auto ihren kleinen Dödelmann irgendwie aufbessern wollen. Was sie danach wieder in die Leihstelle zurückgeben müssen, weil sie sich nur eine Stunde leisten können. Klar muss ich denn da 80 Mal durch den Stream mitfahren. Aber solche Leute sind halt keine Fans. Und wenn du dann die ganze Zeit darauf eingehst und nur noch sagst, boah, mich nervt das, dann ist es auch irgendwo nervig. Dann muss man auch sagen, ey komm, ignoriere es. Oder, das hat auch einer gesagt und das hast du ja gesagt zum Beispiel, da wäre es zum Beispiel sinnvoll, wirklich einfach ein Delay einzubauen von 10 Minuten. Klar, die interagieren eh nicht mit dem Chat, nicht? Also es ist doch scheißegal, ob die da einen 10 Minuten Delay drin haben oder einen 20 Minuten Delay, dann wissen die Leute nämlich nicht, wo die sind. Also die wissen dann danach, wo sie sind und die können eventuell erraten, wo sie lang sind. Aber sie hängen halt immer hinterher und sind nicht in der Masse dann da wie jetzt. Da würde ich sagen, Delay, coole Sache, wäre sinnvoll gewesen. Und die dreimal, wo sie wirklich mal in den Chat gucken, das ist dann auch Wurst. Aber wenn sie interagieren wollen nicht und auch wirklich am Roller zum Beispiel den Chat verfolgen würden, was sie ja nicht dürfen. SDVO macht das nicht. Dann ja, ist das halt blöd. Aber ist auf jeden Fall, die aktuelle Situation macht den Stream wirklich nicht so sehenswert. Dadurch sind die Pausen auch eher davon getrübt, oh, wann kommen die nächsten Leute, wir müssen hier weg. Das ist natürlich auch dann irgendwie uncool, sag ich mal. Da hätte es wirklich vielleicht Security gebraucht, aber klar, wer will die bezahlen? Kostet ja auch wieder, also ist ja gar kein geringer Faktor. Für 7 Tage Security, die 1000 Kilometer mitreist oder was das sind, keine Ahnung. Machen wir mal erstmal die sinnvollen Sachen hier. Und immer dran denken, Kranplätze müssen verdichtet sein. Ja. Falls das jemand vergessen hat. Deswegen müssen wir hier auch ordentlich verdichten.
Aber ich habe geguckt, also das erste Spiel in Leipzig ist wohl Dienstag von der EM. Bis dann haben wir hier noch ein bisschen Ruhe. Das heißt, Sonntag auf dem Ökofest können wir noch ganz normal rumlaufen. Ohne Probleme. Innenstadt haben wir aber ja schon gesehen, ist schon gut abgeriegelt. Also da wird es auch jetzt schon schwer, überhaupt hinzugehen. Da bin ich mal gespannt, wenn ich einkaufen will am Wochenende. Ich meine, selbst der Markt fällt aus am Dienstag. Finde ich ein bisschen scheiße. Ich hoffe, die Händler kriegen da eine entsprechende Entschädigung. Weil ich meine, das ist ja keine erhebliche Auswahl, nicht? Wenn sie irgendwie jetzt 3 Wochen nicht mehr auf dem Marktplatz können. In der Sommerzeit. Das ist schon eine harte Einschnitt, würde ich sagen. Ich meine, die haben ja nicht mehr Ersatzfläche. Der Markt ist einfach gestrichen. Klar müssen die ihren Standplatz dann während der Zeit nicht zahlen, nicht? Aha. Aber haben auch natürlich keine Einnahmen. Also, klar werden die Ausweichmärkte finden und haben. Aber trotzdem. Als Händler wäre ich da mega angepisst. Und lustigerweise, was ich jetzt auch gesehen habe, alle Leute regen sich über den Bierpreis bei der EM auf. 7 Euro 500 Milliliter. Und ich muss sagen, ist doch günstig. Also, ich finde jetzt 7 Euro für ein Bier im Stadion klingt erstmal viel, aber auf dem Fest hier in Leipzig habe ich halt auch für 400 Milliliter 5 Euro gezahlt. Und 500 Milliliter, wenn es sie dann gab, haben auch 6 Euro gekostet. Also, das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, Mann, der Euro mehr im Stadion, der, puh, ist das Wucher. Ich finde, das ist einfach eine angemessene Erhöhung für ein Stadion. Klar, es ist scheiße und teuer, aber es ist ja auch so schon teuer. Also da würde ich mir über die normalen Preise viel mehr Gedanken machen, als über die überteuerten Stadionpreise, die eh überteuert sind. Ich meine, auch eine Currywurst kostet hier draußen irgendwie 6, 7 Euro mit Pommes 12. Im Stadion auch. Ja, ist halt so. Ist halt Inflation, kann man halt nicht ändern. Da hilft drüber weinen dann aber auch wenig. Muss man halt akzeptieren, man kann es ja nicht ändern, also. Man kann es nur durch Nicht-Konsum ändern, nicht wahr? Und hallo Astro! Wucher! Klar, es ist Wucher. Aber was will man machen? Wucher hast du halt überall. Und irgendein Manager braucht den 20. Ferrari. Ich sage es jedes Mal. Die armen Leute können doch nicht einfach, wenn sie mit dem Ferrari aus der Garage fahren, eine ungerade Anzahl Ferraris in der Garage haben. Ihr versteht diese Probleme einfach nicht. Das ist schwerwiegend. Ich meine, was soll auch der 30. Angestellte machen, wenn der einfach nur rumsteht, weil kein Ferrari zum Reinigen da ist? Mann. Eine Security kann hier nur auf Privatgelände Anweisungen geben. Ja, ja, aber die kann ja trotzdem die Leute abschirmen. Bei der Scooter-Tour. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, nicht wahr? Einfach die so ein bisschen zurückdrängen, vor und hinter denen fahren, sodass da keiner dazwischen kommt. Das ist ja eher so das Problem. Nicht die, die am Rand stehen, stören die ja nicht mal so. Stören ja die, die immer in die Reihen fahren. Ich meine, die haben vorhin eine Frau zum Umkippen gebracht, weil sie einfach in den Weg gelaufen sind. Weil die nicht gucken, die Leute, die Stream-Sniper. Das ist ja das Gefährliche. Und das nervt auch, nicht? Am Ende musst du noch irgendwie dich dafür verantwortlich fühlen, weil die da sich ungebührlich in den Weg gestellt haben. Ja. Es gibt halt solche und solche, nicht? So, Sprengung. Was muss noch schön weg? Ah, wir müssen eh alles wegmachen, nicht? Wir können hier einfach fröhlich. Nee, halt. Du musst höher. Du musst höher. Ja. Es ist ein Kunstwerk, ich sag euch. Eine wunderherrliche Tunnelsprengung. Egal. Eine wunderherrliche Tunnelsprengung.
Du hängst doch zu niedrig. Besser. Hey, nee, nee, nee. Nee, 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 so fangen wir hier gar nicht erst an. Oh. Nee, auch du nicht. Nein. Und du erst recht nicht. Ah, vielleicht ein bisschen zu eng. Aber doppelt sprengen hält besser. Oh. Nein, 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 nein. Komm wieder her. Komm zu Papa. Komm her. Wo bist du? Da. Frechdachs. Ja, ist okay. Oh. Wunderschön. Dann können wir noch da oben mitsprengen, oder? Ja. Ja. Wunderbar. Oh, herrlich. Oh, das wird ein Sprengfest. Ah, du nicht. Nein, du auch nicht. Na. Das ist okay. Jawohl. Ah, passt. Oh, nee. Du nicht. Weg mit dem Berg. Das ist unser Motto. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin, oder? Habe ich alles vermint in etwa? Ah, von der Seite noch. Nee. Okay, so hoch kann ich nicht werfen. So jetzt? Jawoll! Sehr geil. Ah. Ja. Geht doch. Ah, zwei auf dem Haufen. Ist egal, ich kletter da jetzt nicht extra für hoch. Ja, da oben drauf kann auch noch was. Sehr schön. Also sind schon zwei. Hey. Manchmal wirft er wie von alleine. So. Das wird eine Sprengung, sage ich euch. Seid ihr bereit für die Multisprengung? Und wenn nicht, seid ihr nicht bereit. Zurückbleiben bitte. 3, 2, 1. Sprengung. Ja, das Loch ist auf jeden Fall ein bisschen größer geworden. Schön. Dann kriegen wir hier nämlich, glaube ich, fast schon die andere Plattform hin. Auch da dürfen sie im öffentlichen Raum keine Anweisungen geben. Naja, klar. Darf Security einen Sperrkreis um eine Person errichten. Und wenn du da eindringst, kannst du einen auf die Fresse kriegen. Solange man sich an die Verkehrsregeln hält, ist nichts dagegen einzuwenden, wenn sie sich dazwischenfahren. Naja, machen sie ja nicht. Das ist ja die Sache. Und dann ist die Polizei zuständig. Ah, gut. Nicht, die, da muss man sagen, die Fahrer selber verhalten sich ja nicht mal verkehrskonform. Da kannst du schlecht die Polizei rufen. Und leider, da muss man sagen, gibt es sowas wie Stalking ja nicht wirklich als Strafbestand, nicht? Da ist schwer nachzuweisen. Aber ich finde schon, das geht in so eine unangenehme Richtung, wo man da ein bisschen mehr Kontrolle drauf ausüben sollte. Ah, wir verteilen noch ein paar Sprengladungen. Oh, der ist zu niedrig. Das wird schon klappen. Ah, verdammt. Jawohl,
Hier habe ich ein bisschen viel Boden weggesprengt, kann das sein? Da ist irgendeine runtergefallen. Aber ja, die Konsequenz, die die Stream-Sniper dadurch geschafft haben, ist einfach, dass es nächstes Jahr eine Tour irgendwo wahrscheinlich in Indonesien oder so geben wird. Oder Kanada, nicht? Oder Panama. Weil du sowas einfach nicht im Land machen kannst, weil alle 8-Jährigen einfach nicht nachdenken und irgendwelche viele 15-Jährige nicht über dem Niveau eines 8-Jährigen, bis sie 35 sind, hinauskommen. Ich habe mich echt gefragt, wie die Leute geschafft haben, teilweise überhaupt einen Führerschein zu haben. Die fahren doch alle ohne Führerschein. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass die ganzen einen Führerschein haben, wenn die so dumm sind, nicht mal drei Worte aufzunehmen in ihrem Kopf. Also sowas wie Verkehrsregeln können die doch dann auch niemals kennen, nicht? Oh Mann. Jawohl. Irgendwie so einen habe ich hier irgendwo vergessen vorhin. Ah. Ja. Ja, den muss ich von Hand weg machen. Was haben wir da noch? Zack. Zack. Vor allem das Problem ist, du kannst es denen ja auch deutlich ins Gesicht sagen oder auch bitten. Das bringt ja nichts. Das ist ja das Schlimme. Und die einen vorhin, nicht? Selbst ein Foto, die haben 2 Stunden die beim Essen gefilmt. Oder so. Das kriegt man nicht in den Kopf rein, nicht? Also vor allem, was habe ich davon? Das guckst du dir doch nie wieder an. Da machst du dich doch zur Lachnummer in der Schule. Aber naja, gut, vielleicht wollen sie das ja sein. So. Komm, wir haben's. Wir können prassen. Diesmal sind's 3 Blöcke. Beschwert euch nicht. Sie können theoretisch als Demonstration haben, dann können sie Polizeischutz bekommen. Oh, clever. Oh, das ist gar nicht dumm. Sie könnten gegen Stream-Sniper demonstrieren. Aber die können eine Gegendemonstration dann machen. Und niemand muss einen Berg sprengen, aber manchmal will man einen Berg sprengen, nicht? Falls die Leute sich fragen, warum ich das hier mache. Es geht eher um die Machbarkeit zu zeigen. Ich glaube, jetzt sind wir aber da durch, oder? Vielleicht da noch einen von oben, nicht, dass da ein Einzelner übrig bleibt. Okay, hier macht sich das mit dem Werfen eigentlich ganz praktisch, weil ich dann nicht immer hochklettern muss. Ich meine, wie viel haben wir noch? 259. Ist auch nicht mehr so unendlich viele. Ich verteile das wie Päckchen. Das Weihnachten. Hier, nehmt eine kleine Sprengladung von mir. Die schmecken besonders gut. Mit Vanille. Oh, Kacke. Okay. Krieg da noch? Ja, sehr gut. Eine neue Sprengung steht an. 3, 2, 1, Fire. Okay, die war schon beeindruckender, nicht wahr? Die war schon ein bisschen besser.
Ja, jetzt müssen wir eher ein bisschen wegbohren. Und dann haben wir eigentlich einen Durchgang bis hinten. Und dann müssen wir Fließbänder von da hinlegen. Das Ding ist ja an der Oberfläche, das ist schon mal gut. Das heißt, da müssen wir nicht extra noch in den Boden rein. Dann können wir da zwei, drei Sammler haben. Dann können wir auf dem Weg nach hier einfach das Ignum umwandeln lassen in Ignum-Pulver. Ist auch eine starke Sache. Und dann können wir es hier in Ölsäure umwandeln lassen. Und dann haben wir die Ölsäure und die können wir dann verwenden, um in Energiezellen umwandeln zu lassen. Und wenn wir Energiezellen haben, ich glaube, dann treten wir echt hier in das nächste Zeitalter in dem Spiel ein. Und werden das ein oder andere entdecken, nicht wahr? Wenn sie es so anmelden und genehmigen wird, können die Scooter theoretisch auch über die Autobahn nach München fahren. Ja gut, aber es wäre auch langweilig, nicht? Aber sie könnten natürlich auch nicht Scooter nehmen und Routen fahren, die dann nicht geplant sind oder so. Oder auch einfach mal abweichen. Aber du hast gesehen, vorhin sind selbst Autos auf die Radwege raufgefahren. Also, das ist halt wirklich insane dämlich. Oh. Ja, ich hätte vielleicht ein kleines Ding höher ansetzen sollen für insgesamt. Ja, das weiß man halt vorher nicht. Beim nächsten Mal, wenn ich ein neues Spiel irgendwann mal starten sollte, werde ich auf jeden Fall eine höhere Plattformhöhe auswählen. Dann braucht man halt nur Fahrstühle oder lange Treppen, nicht? Auch blöd. Ah. Hat halt alles Vor- und Nachteile. Das ist auf jeden Fall eine Strafarbeit hier. Okay, hier können wir noch zuziehen. Flonk. 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 Da drüben können wir noch zuziehen. Flonk. Schlongididongi. Und dann ist hier zu. Klappe zu, Affe tot. Da auch noch. Ich würde gerne halt bei den Sprengladungen die Sprengstärke vielleicht einstellen können. Dass man nicht immer so riesig sprengt. Oder dass man gezielter sagen kann, ich möchte die Blöcke sprengen. Und dass er dann sagt, okay, dann platziere das Ding da oder so. Ich könnte natürlich auch immer Blöcke aufstellen. So Sprengblöcke in einer gewissen Höhe, nicht? Das alles, was Sie aufgezeichnet haben, können Sie theoretisch gegen jeden Verstoß der STVO zur Anzeige bringen mit Videobeweis. Einfach den Anzeigehauptmeister geben, der würde das gratis für Sie machen. Ja.
Wobei, wie gesagt, wenn du selber natürlich auf dem Video auch gerade missbaust und zu dritt nebeneinander mit dem Roller fährst und ausweichst und hier und da machst, weiß nicht, wie sinnvoll das wirklich wäre, das zur Anzeige zu bringen. Aber bei den Autos fände ich es schon fast wichtig, weil das ist schon kritisch, nicht? Dass irgendwo ein Rollerfahrer ihm mal einen Weg fährt. Ja, ist nervig, ist gefährlich, aber das sind überschaubare Geschwindigkeiten. Aber ein Auto, was ihnen über einen Radweg folgt, ja, also da hört dann auch der gesunde Menschenverstand einfach irgendwo auf. Ich meine, klar hat er sich dann da am Rand hingestellt, um die nur zu begutachten quasi. Aber trotzdem bringt er ja auch andere in Gefahr, nicht nur die denn da mit ihren Rollern vorbeifahren bei der Tour. Sowas ist immer schwierig. Ich glaube, keiner von uns ist ein Waisenknabe. Klage ich nicht über eine rote Ampel, aber ich fahre auch mal über eine Fußgängerampel mit einem Rad, ohne abzusteigen, nicht? Das ist halt einfach manchmal so. Wobei, beim Zebrastreifen steige ich ab. Nicht? Das ist zum Beispiel eine wichtige Sache. Oder ich muss die Vorfahrt achten. Aber gestern hatte ich auch so eine Situation, dass ein Auto, obwohl es Vorfahrt hatte, einfach stehen geblieben, weil es Angst hatte, dass ich fahre. So, was mache ich denn dann? Denn es hinter mir sind die Räder alle an mir vorbeigefahren. Ich habe angehalten, aber dadurch, dass die anderen Räder gefahren sind und er nicht wusste, was er tut, der hatte einfach so einen Schiss, weil da eine Radstraße halt die Straße kreuzt, dass er nicht gefahren ist. Das ist ein ganz gefährliches Verhalten, wenn jemand nicht weiß, wie er sich an Verkehrsregeln zu halten hat. Weil das kann durch Umstände zu Fehlschlüssen führen. Das ist eigentlich immer die größte Gefahr. Ich glaube nicht, dass das ein Fahranfänger war. Ja, normalerweise müsste ich dann so lange stehen, bis er sich entscheidet zu fahren, nicht? Selbst im Winken ist kein offizielles Ding, dass ich dann fahren darf. Also zumindest versicherungstechnisch ist sowas dann nicht abgesichert. Ich meine, klar, wenn da 30 Fahrräder fahren, dann fahre ich dann in der Gruppe auch mit rüber, damit er danach nicht noch auf mich warten muss, weil er immer noch nicht fährt. Aber genauso wie Leute nicht den Arm raushalten, wenn sie links oder rechts rumfahren oder blinken. Autos, die nicht blinken, super gefährlich. Du denkst, der fährt geradeaus, auf einmal zieht er doch noch rechts rüber, ohne zu blinken. Klar musst du das immer mit einrechnen, dass er vielleicht doch noch rechts fährt. Aber schön ist auf jeden Fall anders. Ich habe in so einer Situation mal ein Auto vor mir durchgewunken und ein nachfolgender Radfahrer hat sich bei mir beschwert. Ja, das ist ein Trottel. Ich hatte gar keine Chance, ihm vorbeizulassen, weil die anderen sind einfach gefahren, nicht? Das ist halt auch so eine Sache. Ich verstehe auch nicht, zum Beispiel, ich halte als Radfahrer an der Haltelinie. Das habe ich aber auch nur in Leipzig. Ich glaube, in Berlin war es nie so schlimm. Ich halte als Radfahrer an der Haltelinie. Und dann kommen noch drei andere Radfahrer, die langsam fahren, so wackeln, sich irgendwie vor mir noch hinschieben müssen. Die sehen die Ampel nicht, stehen dann vor mir und ich muss sie überholen, wenn grün wird, weil sie ja gar nicht wissen, wann sie fahren müssen. Sofern sie nicht bei Rot dann einfach rüberfahren, weil gerade dann nichts kommt. Das sind immer die schärfsten. Hauptsache die anderen gestört haben, aber nichts gewonnen haben. Naja. Okay, das hier müssen wir aber noch freisprengen. Diese Höhe. Weil ich will den Strom hier hinlegen. Und wir müssen den Strom legen, fällt mir gerade ein. Weil ich habe ein kleines Fauxpaschen gemacht, während der Stream nicht in der Aufnahme war. Und zwar habe ich das ein oder andere Stromkabel durchtrennt. Man möge mich dafür strafen, aber das müssen wir auf jeden Fall beheben. Ich habe ja schon einen Untergrundweg gebaut, aber der muss freigelegt werden. Und ich sehe, der ist tiefer, als ich gedacht hätte. Na, sag mal. Ja, ist okay.
tiefer eingegraben, als ich gedacht hätte. Nee. Nein. Ja. Ja, da. Ja, so ist besser. Ja, das Zweier-Ding kriege ich hier nicht weg. Ah. Den anderen Scheiß muss ich leider von Hand dann abreißen. Dann ist es halt so. Ey. Verdammt! Jawohl! Das hast du auch. Ja, das ist ja auch... Ich weiß auch nicht, was man davon hat. Also im schlimmsten Fall hat man einfach keinen Abend mehr, den man genießen kann, weil man tot ist. Okay, da komme ich wirklich nicht ran. Oh, wo ist es gelandet? Da. Aber hier, das springe ich auch von hier oben nochmal. Und Sprengung! Hat sogar weniger gesprengt, als ich gedacht hätte. Wenn ich zweimal jemanden überholen, musste der sich an der Ampel zweimal an mir vorbeidrängeln. Nochmal, wenn ich zweimal jemanden überholen musste, der sich an der Ampel zweimal mir vorbeigedrängelt hat, bei dem stelle ich mich dann das dritte Mal dann quer an der Ampel vor ihn hin und frage ihn, ob er noch ganz gut geht, der Trottel. Ja, das hatte ich einmal. Ich stehe an der Ampel, an der Haltelinie, fährt eine neben mir, sieht die Ampel natürlich nicht, weil sie zu weit nach vorne gefahren ist, und dann fahre ich in meinem Tempo los und dann fährt sie quasi neben mir. So, aber sie ist auf der Fahrbahn gefahren und die Autos hinter ihr haben natürlich gehupt. Und sie hat einfach nicht langsamer gemacht. Sie ist parallel zu mir gefahren. Ich bin nicht langsamer geworden. Also, was denkt die sich? Soll sie doch langsamer werden und hinter mir fahren? Die hat die Autos hupen lassen. Also, weiß nicht, was mit manchen Leuten los ist. Aber gut, dann fährt sie halt auf der Fahrbahn. Also... Das sind immer die, die sich auch selbst überschätzen. Ha, ich bin schneller als der, der da vorne steht. Das weiß ich. Und dann, zack, dann düse ich los und dann... Oh, scheiße. Aber dann nicht irgendwie langsamer zu werden und hinter mir einzuscheren. Aber als ob ich hier Platz mache. Also, wer bin ich denn? Das ist ihr eigenes Problem. Hätte sie sich nicht an der Ampel vor mich gestellt, nicht? Da hätte ich auch ganz anders reagiert. Aber so... Anders lernen die Leute das nicht. Aber das Schlimme ist, das kriegen sie ja nicht mit, dass es eine erziehungstechnische Maßnahme ist. Du müsstest sie danach irgendwie noch tadeln oder was zu essen geben, damit das positiv im Gehirn verknüpft wird. Ja. Was ich auch positiv verknüpfe, ist das Ende dieser Folge. Ihr seht, wir haben noch ein bisschen zu tun. Ich würde diesen Berg jetzt ohne euch abtragen. Wir haben einige schöne Sprengungen in der Folge gehabt. Und dann sehen wir uns gleich wieder.